Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge Angstisch Core und wir haben heute wieder einiges vor und es ist gerade 0.05 Uhr und ich nehme vorauf für morgen, weil ich morgen wahrscheinlich zum Arzt gehe, weil ich so ein leichtes Leiden habe und das hatte ich früher schon mal und da musste ich dann ins Krankenhaus und jetzt habe ich schon wieder Gedanken, dass ich da morgen sonst mal hin muss, aber das soll schon alles gut gehen. Alter, was ist hier denn los? Auf jeden Fall, ja, das hatte ich vorauf, wir haben wieder letzte Folge einiges verloren und ich will auf jeden Fall einiges wieder reinholen. Wir müssen richtig viel zähmen. Ich habe den Rex, den wir letzte Folge gezähmt haben, habe ich ausgelevelt. Kann ich euch kurz mal zeigen? Kann ich hier wieder rüberlaufen? Ja, kann ich. Dankeschön. Hier ist schon was. Wenn ich treffe. Der hat vorhin mehr Schaden gemacht. Ich glaube, an Lystros macht man sowieso ein bisschen weniger. Wo ist hier irgendwas? Komme ich an dich ran? Nein, komme ich nicht. Hast du nochmal Glück gehabt? Dann laufen wir nochmal weiter. Ist hier denn nichts Lebendes? Wann ist das Trichter gestorben? Da hinten ist ein Alpha Dire Bear, aber genau den wollte ich am Leben lassen, weil ich den zählen wollte. Warum war ich denn der auch 27.000? Hä? Ich habe vorhin 34.000 gemacht, ich schwöre! 34.000, ich sag's doch, ich habe nicht gelogen. So, und den Alpha Dire Bear, den habe ich mir gerade schon ausgeguckt. 540, auf jeden Fall eine Sahneschnitte, die wird erstmal gezähmt. Weil dann haben wir schon mal wieder einen Dire Bear. Wir haben ja letzte Folge zwei verloren. Durch komische. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh. Easy. Weil, wenn der mich angegriffen hätte, dann wäre mein Rex schon wieder Rambo-mäßig auf ihn losgegangen wahrscheinlich. Easy. So haben wir schon mal einen guten Anfang wieder für unsere Truppe. Wir brauchen noch einiges wieder. Und ich möchte erstmal nicht wieder gegen die Bosse kämpfen. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt die ganze Zeit verloren habe oder sowas. Sondern, weil im nächsten Update, oder in dem Update, was jetzt gekommen ist, sind ja ganz viele Tech-Sachen gekommen. Also Tech-Wände, Tech-Boden, Tech-Ceiling. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Patch... Oh Gott, nein! Hilfe! Rettung! Okay, danke. Auf jeden Fall richtig viele neue Tech-Bausachen. Und diese schaltet man auch durch die Bosse frei. Von daher wäre... Und das Update ist in Extinction Core noch nicht. Das ist alles kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall bei Extinction Core gibt es noch nicht diese Tech-Wände und sowas alles. Das kommt immer erst später. So wie die Schere und das alles. Das kam ja jetzt auch erst. Von daher warte ich, bis diese Tech-Wand und Tech-Ceiling und was weiß ich alles hier ist. Und dann mache ich die Bosse, damit ich das alles mit freigeschaltet bekomme. Macht Sinn, oder? Ja, ich glaube schon. Dann bringen wir den Bären mal wieder nach Hause. Wenn der nicht komisch gegen Bäume läuft. Komm her! Was macht der? Oh Gott. So. Ich hoffe übrigens, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich habe vorhin aus Versehen ein bisschen in meinen Audio-Einstellungen rumgewerkelt und ich hoffe, ich habe da nichts vermurkst. So, kommst du hier durch? Und ich mag das gar nicht, dass dieser Dimorphodon hier über meiner Base fliegt. Ich glaube, den müssen wir gleich mal töten. So. Du stellst dich dahin. Und was ich noch zeigen wollte, ist den Pteranodon, den habe ich ja Kara genannt, da hat ein Zuschauer nachgefragt. Und den habe ich ausgelevelt und der macht auch keinen schlechten Schaden. Damit können wir eigentlich den Dimorphodon eben verprügeln. Wo ist der hin? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Da bist du. Wenn ich treffe, macht der Schaden. Ah, komm schon! Komm jetzt! Her! Ich treffe einfach nicht! Hä? Was hat der denn für eine komische Hitbox? So, jetzt aber. Jetzt wird's was, Leute. So, easy. 22.000 Schaden mit Peter Dodon. Ich finde, das ist übel viel. Ist zwar auch ein Max-Level, aber ist auch übel schnell, lässt sich richtig gut lenken. Und ich glaube fast, ich werde damit heute rumfliegen, um ein bisschen zu gucken, was wir noch für Dinos so finden können. Aber jetzt treffen wir uns erstmal auf Kano Island gleich wieder, weil da habe ich den schwarzen Tribesman oder diesen Chieftain gesehen. Und den müssen wir killen, um die Riot Gear wieder freigeschaltet zu bekommen. Prime Riot Gear. Und... irgendwas war da ganz komisch. Ich würde sagen, wir treffen uns gleich da. Auch schon, Leute. Hier. Ich habe ihn schon gefunden. Ich habe ihn schon ausfindig gemacht. Und der kriegt jetzt erstmal eine rüber. Ich hoffe, das wird nicht zu schwer, weil... Habe ich gegen den schon mal gekämpft? Ich weiß es gar nicht. Aber das sieht easy aus. Alter, das war echt easy. Oh Gott, was geht jetzt ab? Alter, wie viele sind hier denn noch? Oh, ich kriege aber ganz schön Schaden, sehe ich gerade. Ich bin schon bei halbem Leben. Was sind diese ganzen Dodo-Rex hier noch so rumieren? Sind hier noch irgendwo Leute? Hallo? Wo sind die alle?
Oh Gott, ich bin richtig low. Habe ich hier was drin, um zu heilen? Nee. Alter, das ist ja fast in die Hose gegangen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Wo ist es? So weit unten? Oh Gott. Was zum Teufel? Schnell. Oh. Mach doch keine Angst. Was? Hier ist noch einer. So. Und da ist noch einer. Ist jetzt Ruhe im Karton? Sieht. Ne, hier ist noch ein Dodorex. Da ist hier bestimmt auch noch irgendwo einer. Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, die Prime-Sachen wieder freigeschaltet bekommen. Habe ich das richtig gesehen? Nice. Dann können wir zumindest wieder Riot Gear tragen. Also wir haben zum Beispiel noch fertige zu Hause, aber die konnte ich die ganze Zeit nicht tragen. Aber jetzt könnte ich die halt wieder anziehen, wenn ich wollte. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Das sieht eigentlich ganz friedlich aus. Dann würde ich sagen, dann mache ich mich gleich mit dem Peter Nora ein bisschen auf den Weg und guck mal rum, was wir so Schönes finden. Bis gleich. Wieder Leute, und ich habe hier was gefunden. Den Scion, den werden wir wohl stehen lassen, weil gegen den habe ich, glaube ich, keine Chance. Obwohl, warum hast du nur 400.000 Leben? Hm? Wurden die genervt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich den Dodorex wieder haben und den sollen wir uns schnell schnappen, bevor der wieder von irgendwas getötet wird oder sowas. Der ist zwar nur Level 3. Der greift doch alles an, ne? Okay, gut. Bleib so stehen. Nice. Und Rexkill habe ich schon dabei. Also easy. Einmal Kibbel rein. Nice. Aber wie schon gesagt, ist nur Level 300, aber ist besser als nichts, würde ich sagen. Und die können wir halt mit in die Arena nehmen. Und unsere sind sowieso alle tot, von daher brauchen wir sowieso Ersatz. Ne? Ja. Du kommst mit. Welches Level ist der? Weil die kann man auch mit in die Arena nehmen. Okay, nur Level 100. Dann darfst du da bleiben. So. Kann ich jetzt hier nicht pfeifen? Natürlich nicht. So. Den bringe ich jetzt gleich nach Hause. Und da geht die Suche weiter. Ah, weiter. Jetzt habe ich echt mal einen Fund gemacht. Das hier ist einer von diesen Baryonyx Level 440 Alpha. Und da muss ich auf jeden Fall zuschlagen. Und der Kibbel ist Pachyrhinosaurus, also auch die recht neuen. Und ich glaube, das ist nicht im Kibbel-Table. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ich habe direkt Xenokibbel gegriffen. Ich glaube nicht, dass das im Tisch ist, weil es zu neu ist. Und ich hoffe, dass der mich jetzt noch nicht sieht. Hallo? Nice. Und ich hoffe, dass diese Kibbel gehen. Und was ist das denn? Nur ein Scion? Okay. So, Xenokibbel. Oh, scheiße. Der braucht ganz schön viele. Reicht das? Das sollte aber reichen. Sieht zumindest ganz gut aus. Was war das denn noch? Ein Dire Bear. Der ist Level 60. Und da war der... Oh, ich dachte schon 580, aber das war das. Megalosaurus dahinter. 160, okay. Also nichts Gutes sonst hier. Und den haben wir. Nice. Oh, da freue ich mich richtig drüber. Guckt ihr euch an. Der sieht ja mal richtig genial aus. Oh mein Gott, ich will ihn unbedingt ausprobieren. Ich weiß nicht, vielleicht suche ich erst noch weiter. Ich habe einen Manticore-Warlord gesehen, den will ich unbedingt besiegen, weil wir haben unsere Manticore-Armor ja komplett verloren. Ey, lass mal Peter Dorn in Ruhe. Los, tu es, Bionics. Wie viel Schaden hat der gemacht? Ich denke mal, vorbei ist der Peter Dorn, oder? Wenn der 9000 zum Start macht, dann ist irgendwas falsch. Kannst du aufhören? Hallo? Hallo? Da bin ich schon wieder und ich war auf der Rücktour, hab dann den hier gesehen und dachte, da müssen wir aufzuschlagen. Allosaurus Level 340 in Alpha. Und ich habe, glaube ich, das höchste, was ich gesehen habe, war Level 100 oder sowas. Also der ist übel gut und da wird auf jeden Fall zugeschlagen. Und ihr sterbt hier erstmal alle. Ich hoffe, der schafft den Stego. Aber sieht ganz gut aus. Und das ist Diplo-Kibbel. Habe ich schon dabei, habe ich in der Tasche. Ich will ihn noch nicht ausnacken, wenn er den Stego noch nicht hat. Komm schon. Los, besieg ihn. Du schaffst das. Ich vertraue dich. Der Stego kommt mir gefährlich. Na, oh Gott, ich dachte, ich habe vorbeigeschossen. Ich wollte schon rennen. So, Diplo-Kibbel. Wie sieht's aus? Ja. Oh Gott. Es läuft richtig gut heute, wurde auch Zeit, dass mal wieder was gut läuft nach den letzten Folgen. Weil die letzten Folgen waren ja echt totale Blamage.
Hey, du darfst aufstehen. Oh, okay, jetzt stehst du auf einmal. Komm her. Der sieht halt auch richtig mächtig aus. Welcher Level bist du, Spino? Level 20, natürlich bist du Level 20. Ach, geh mir aus dem Weg. Was mit dem? So was Spyglass kann man nicht schlagen. Ja, los. Weißt du, 300 Schaden, das ist natürlich, geht so gut. Du schaffst das, heute noch. Ich habe Vertrauen in dich. Was? Was war das? Nein! Komm her! Komm her! Ja, gut so. So, kriegen wir dich wohl nach Hause teleportiert? Die anderen sind bis jetzt alle gut teleportiert. Ich habe mich echt gewundert. Haus, Teleport. Und weg hier. Auch der teleportiert gut. Nice. Heute klappt echt alles. Was ist los hier? So, ich mache mich weiter auf die Suche. Dann bin ich wieder. Diesmal bin ich auf dem Affen. Und erstmal habe ich hier einen Cyan gesehen. Den werden wir jetzt erstmal verprügeln. Und da hinten ist noch so ein White Tribesman. Also die uns diese Elemente geben. Was hat er uns jetzt eigentlich gegeben für ein Kostüm? Jungle Dodo Kostüm. Ich muss ja unbedingt Dodo zähmen. Ich glaube, ich habe so viele Kostüme für den. Die müssen wir nachher echt mal ausprobieren. So, und jetzt müssen wir hier rein und hoffen, dass wir nicht sterben. Weil letztes Mal wäre ich echt fast gestorben. Weil die Tech-Rüstung hat bei weitem nicht so viel. Oh, da schießt er schon auf uns. Bei weitem nicht so viel Armor wie die, die ich vorher hatte. Die Riot-Rüstung. Habe ich ihn tot? Nein, habe ich doch nicht. Wo ist er? Sind das zwei? Oder ist das der? Oder? Hä? Lass mich durch. Ich weiß gar nicht, wo er ist, aber ich hau einfach. Er trifft mich schon wieder. Er ist hinter mir. Oh, okay. Die halten auch viel aus. Ja, wir haben ihn. 150 Elemente. Das ist echt richtig, richtig gut. Und richtig selten. Ich hatte das jetzt erst einmal. So. Die packen wir schon mal wieder rüber. Zwei Herbivore-Treats, ein Carnivore-Treat. Ne, zwei Carnivore-Treats. Oh. Welches Level bist du? 140, okay. Dann mache ich mich mal weiter auf die Suche. Ich glaube, ich laufe weiter mit dem Affen rum, weil ich habe hier noch die ganzen Treats drin. Und dann können wir halt alles sofort sehen, egal was wir finden. Ich komme euch nochmal wieder, weil hier ist ein Manticore-Warlord und wir werden uns jetzt unsere Rüstung zurückerobern und der ist unter den Eisschollen und wird wahrscheinlich nicht mehr sich wehren, oder? Oh doch! Was zum Teufel? Ich komme gar nicht an den Rand, oder? Wie soll ich an den rankommen? Ah, jetzt habe ich ihn getroffen gerade. Der geht sofort wieder full life. Hör, wo ist er hin? Oh, der ist aus dem Wasser gesprungen, okay. Was war das? Ja, komm her, du und ich. Los, gib mir mal deine Manticore-Rüstung. Was ich mich gerade frage, wenn ich dir auf die Tech-Rüstung mache und du machst hier gar nichts. Kann ich die Tech-Rüstung dann auch benutzen und sieht das wahrscheinlich mega komisch aus? So, wo ist die Tasche? Was greift mich an? Ach nö, wo kommt der denn jetzt her? Ah, da ist auch einer im Wasser. So, wo ist die Tasche? Ich sehe sie nicht. Habe ich die im Inventar? Nö. Ich glaube, ich bin blind. Kann nicht sein. Ich fliege mal kurz hoch. Dass das aus der Renderdistanz ist, kriege ich hin. Nee, ich fliege irgendwie nicht. So. Sieht man jetzt was? Ich sehe einfach keine Tasche. Irgendwas stimmt nicht ganz. Naja, ich suche hier noch ein bisschen. Falls ich sie nicht finde, dann soll es einfach nicht sein. Ich habe noch was Gutes gefunden, nämlich ist direkt unter mir ein Alpha Sabertooth. Und das wird übel schwierig zu zähmen, so. Oh ja, das wird übel schwierig, sowas zu machen. Komme ich hier irgendwie raus? Mir gefällt das gerade gar nicht. Nicht genug Ausdauer, um zu springen. Achso, das wird ja immer besser. Oh, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich raus. Lass mich raus, lass mich raus. Oh nein. Wie viele Alpha-Heinis sind das bitte? Ist der selber zu bitte her? Nee. So, dann kill ich schnell den Alpha hier. So. Lass die Ruhe. Ich schaff das niemals.
die zu treffen, ohne ihn zu treffen. Wie sieht sein Leben aus? Sieht gut aus. Die müssen ja eigentlich gleich despawnen, oder sehe ich das falsch? Wo ist hier noch so ein Alpha? Oh, da ist ein Affe. Hallo Affe, Level 80. Ja, ich habe ihn wieder in den Hacken. Das ist eigentlich gut. Ich hoffe, der ist auf Passiv. Wenn nicht, dann ist er gleich tot. Ah, oh, du bist passiv. Ich hab mal Glück. Das kann ja nicht sein. Hey, na? So, Bruntokibbel, rein. Und du lässt meinen Affen in Ruhe, okay? Gute Nacht. Und wir haben ihn schon. Super. Level 599 rausgekommen. Ich freue mich gerade richtig. Irgendwie, heute läuft es richtig. Aber heute machen wir auch mal keinen Bosskampf. Da kann eigentlich auch nicht so viel schief gehen. Obwohl, ich will lieber nichts sagen. Gleich geht ja alles in die Hose. So. Magst du hier ein Stück weiter her, Karl? Ja, ja, reicht, reicht, reicht. Okay, was ist jetzt schon wieder? Ah, nur ein Rex. Och, komm. Du hast alles versaut, Rex. Warum tust du das? So, dann teleportiere ich den jetzt noch zurück. Und dann verprügel ich den Affen noch. Und dann treffen wir uns, glaube ich, wieder bei der Base. Treffen uns doch nochmal hier wieder. Und ich werde schon wieder von irgendwas angegriffen. Tribesman schon wieder. Wo? Hinter mir? Kommt her. Ich krieg alle Prügel. Ist jetzt Ruhe? Okay. Auf jeden Fall ist hier noch ein Dodo-Rexy, der mit 360. Ich hoffe, dass wir Mate Boost haben. Ich denke aber nicht. Bei meinem Glück nicht. Aber. So. Schlaf gut. So, der wird den auch noch mit. Wir sind hier richtig auf dem Tame-Rausch, aber wir müssen auch echt wieder einiges aufholen. Wir haben halt die letzten beiden Folgen so viel verloren, wie wir 20 Folgen gemacht haben oder so. Das ist halt echt unnormal. So. Oh, ich wollte gar nicht fliegen. Du kommst mit hier rüber. Dich müssen wir auch nach Hause porten. Vielleicht finden wir sogar noch was. Ich nehme mal die Kibbel raus. Das habe ich nämlich die ganze Zeit nicht gemacht. Und deshalb muss ich immer wieder zum Vulkan fliegen und wieder welche machen. So. Haus. Weg mit dir. Oh Gott, die stehen gleich alle in der Base ineinander. Die kriege ich ja nie auseinander. Jetzt sind es, glaube ich, fünf. Habe ich jetzt fünf Sachen gezählt? Naja, egal. Die Arbeit muss weitergehen. Nochmal wieder, weil die roten Drops wurden überarbeitet und der ist gerade runtergekommen. Guckt euch das an, was da drin ist. Das ist so heftig. Also die roten Drops unbedingt jetzt immer nachgucken, weil die sind übertrieben gut. Das soll ich euch nur mal kurz zeigen. Und hier ist ein Manticore, der kriegt jetzt auch noch einen drauf, wenn wir schon dabei sind. Der ist nur Level 100, ich habe gerade schon nachgeguckt. Ah, irgendwie kriege ich gerade... Oh, das ist ein Rucksack. Vorhin habe ich die ganze Zeit keinen Rucksack gehabt. Ich habe ja den Affen auch gekillt gerade noch. Da habe ich auch nichts bekommen. Oh, die werden mir ewig auf die Nerven gehen. Stirb doch einfach. Bitte. Geh weg. Ja, du auch. Auch du. Okay, gucken wir mal, was Schönes dabei ist. Bestimmt wieder gar nichts. Ja, es geht. So, ich zisch weiter. Leute, ich will euch kurz was zeigen. Erstens, das ist ein 560er Steinelementar. Das ist so krass. Und ich glaube, ich muss den zähmen. Ich weiß noch nicht wie. Weil das ist so wie beim Titano. Dass die halt nur eigentlich von Kanonenkugeln Topor-Schaden bekommen. Aber ich glaube, dass diese Metallpfeile auch gehen. Und was ich euch hier noch zeigen kann, wenn der da noch liegt, ja. Ist, ich zähme gerade einen Alpha Tribesman. Der ist Level... Was greife ich da schon wieder an? Warum komme ich irgendwie gerade die ganze Zeit nicht auf den Affen? Was ist das? Aua! Hä, was greife ich da an? Ich sehe gar nichts. Der Stein greift mich an! Böser Stein! Hä, was soll das sein? Oder irgendwo ein Tribesman. Okay. Auf jeden Fall ist der hier 540 und ist fast ausgezähmt. Sexy. So, packen wir hier noch einen davon rein. Da dürfte er eigentlich auszählen. Und den gibst du wieder zur Verlosung. Den stelle ich mir nachher wieder in die Base. Bis zur nächsten Folge könnt ihr irgendwas in die Kommentare schreiben, wie der heißen soll oder was weiß ich was. Und ich suche mir wieder einen aus. Und der ist dann der freudige Shotgun, oder? Shotgun? Ja, Shotgun Alpha Lord. Den bringe ich jetzt gleich erstmal nach Hause und dann gucken wir, ob wir den Golem irgendwie bekommen.
Das ist heute echt viel, merke ich gerade. Also, egal. Wir schaffen das alles. So langsam wird es echt zu viel, aber hier ist ein Dodorexy Level 63 und den lasse ich hier jetzt auch nicht stehen. Den nehme ich jetzt auch einfach mit. Komm, das ist ein Schnäppchen. Wenn ich es hinbekomme. Wie was kämpft er da bitte? Und ich habe mir gerade eine Grappling-Hook gemacht, damit ich den Alpha-Choice mit nach Hause bekomme. Oh nein, der kämpft gegen irgendwas. Och, komm, warum? Okay, der Lust schläft auch. Oh Gott, so viele Insekten! Hilfe! Das sind echt viele. So, da ist meine Pike. Ich muss erstmal hier wieder mich sortieren, wo ich alle meine Sachen habe. Weil ich habe alles durcheinander mit meinem Inventar gerade. Du auch noch? Können wir den jetzt in Ruhe wieder aufwecken? Lass mich jetzt auch in Ruhe. So. Detox. Und dann ganz schnell Waffe ziehen. Steh auf! Gute Nacht! So, jetzt müsste alles klappen. Rexkill rein. Oh Gott, der ist gerade nochmal aufgestanden. Easy. So, haben wir den auch. Schicken wir den auch nach Hause. Und den Steinkohle mache ich auch noch. Ich weiß, es ist viel, aber irgendwie muss das ja klappen. So. Bis gleich. Noch nicht genau eine Ahnung, wie wir das machen werden, aber ich denke, die beste Idee wäre vielleicht fliegen. Über ihm fliegen irgendwie? Wo ist er überhaupt? Irgendwo hier muss er sein. Hallo? Steingole? Bist du nicht hier irgendwo gewesen? Ich erkenne die Steine recht gut, oder? Ist das der hier? Ich habe keine Ahnung. Stein. Mann! Oder der ist schon wieder despawned. Nein, ist er nicht. Hab ihn wieder gefunden, zum Glück. So. Und jetzt fliegen wir mal ein bisschen. Und wir müssen Headshots treffen, glaube ich. Das wird unmöglich. Das wird unmöglich sein im Fliegen. Aber sowas von. Geht da auf ein Vogel los? Ey, das war ein Headshot, oder nicht? Das sind doch Headshots! Machen die da nicht so eine komische Bewegung eigentlich? Null Topor. Interessant. Ich habe keine Ahnung, ob ich so einen Stein von dem abbekommen will. Wahrscheinlich lieber dich. Komm schon, das sind Headshots. Jetzt! Das war auf jeden Fall ein Hit. Nein, 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 nein! Du triffst mich niemals. Ah, oh, das ist mega komisch. Die zählen richtig oft nicht. Obwohl ich genau ins Gesicht schieße. Nein, 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 nein. Okay. Komm schon. Warum zählen die nicht als Headshots? Die zählen echt nicht, oder? Nee, die zählen nicht. Oh Gott. Ich glaube, der muss aus seinem komischen Backkram da rauskommen, sonst wird das, glaube ich, nichts. Und ich muss das essen und ich muss rennen und alles gleichzeitig. Der backt halt übel rum beim Hochlaufen und ich glaube, dann zählt das nicht. Der ich fast noch abbekommen. Was zum Teufel? Aber wir versuchen es zu kommen. So dürfte das ja wohl klappen. Was machst du da? Nein, dreh ich nicht um. Hier bin ich. Nein! Warum? Ja, ja, ja. Nein, nein, nein! Komm schon. Mehr kann ich dir nicht ins Gesicht schießen. Er hüpft halt die ganze Zeit und ich glaube, das... Aua! Zählt das nicht, glaube ich. Wo kommt der jetzt her? Ich überlege gerade, ob ich mir diese... Unsichtbarkeitsarmor schnell mache, um dann direkt vor ihm lang zu laufen, weil ich sehe gerade echt keine andere Chance. Der Drache, der wird auch noch dazwischen funken, ich sehe das schon. Aber wenn ich hier weggehe, dann... Hä? Ich wollte gerade sagen, das ist er doch. Nein, ganz ruhig. Och, komm. Aua! So, jetzt schießt du ganz gerade, ich schieße genau ins Gesicht. Ich schieße ins Gesicht! Ja, geht doch. Muss ich tiefer?
Ja, ich muss tiefer. Nein! Oh. Wo kommt die? Oh komm, ihr wollt mich doch alle verarschen. Welches Level ist der Alpha davon? Ich sehe es nicht. Da ist doch Alpha zwischen, oder? Ne, das ist ein normaler, okay. Das war knapp! Das war mehr als knapp. Oh Mann, das ist einfach schon wieder. Die wollen mich halt auch verarschen, ne? Ja, komm her. Nein! Nicht. Wo ich. Wisst ihr was? Ich lock euch jetzt alle aus. Ihr seid selber schuld. So, du. Wo sind deine Kollegen? Ja, du. Komm her. Ja, richtig, du. So. Nächster bitte. Was mit dir? Komm her, Kollege. So, du schläfst auch. Und jetzt willst du auch du. Ja. So. Und Magenschuss. Nicht hauen. Ich mag das nicht, wenn man mich haut. Hilfe. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Magenschuss. Kopfschuss. Irgendwas von meinem. Hilfe. Nein. Hör auf. Macht eine komische Animation, dass ich dir in den Kopf geschossen habe, weil ich schieße dir die ganze Zeit in den Kopf. Das war ein Treffer. Nein. Aua. So, der war auch. Der auch. Nice. Oh Gott. Ich habe viel zu viele Pfeile verbraucht für den ganzen Spaß hier. Aber. Oh Gott, ich bin so doof. Ich habe den Kibbel gar nicht dabei. Oder hat. Nein, ich habe den in den Affen gepackt. Ah, der bleibt da wohl hoffentlich liegen. Hoffentlich, hoffentlich. Und dann. Oh, der Drache. Wo ist mein Vogel? Der war hier. Und dann nehme ich gleich den Tristan mit, weil der steht hier unten. Der hat sich einfach nicht teleportieren lassen. So, du. Habe ich dich dran? Hey. Sag mir nicht, das geht nicht. Warum geht das nicht? Hm? Das hier sind die von Extinction Core, die Grappling Hooks. Kann sein, dass die ein bisschen nicht so gut funktionieren. Ah, die kann man halt öfter benutzen, deshalb habe ich die gemacht. Komm schon, der steckt direkt in deinem Kopf! Ich fliege jetzt einfach mal weg. Ne, das Band löst sich. Das ist ja doof. Muss ich mit dem echt nach Hause laufen? Hm. Ich hole jetzt erstmal den Kibbel, bevor der wieder aufsteht. Bin ich wieder mit dem Kibbel und die ganzen Allosaurus, die schlafen ja auch noch alle. Und er ist zum Glück auch noch da. So, der hat ja nicht mal wie ich was verloren. Nice. Oh, das ist ein Quetz. Hallo Quetz, Level 60. Oh, der hat volles. Was? Hat der so wenig Nahrung? Was? Ah nein, ich hab den ja nicht mit den Super Trank Darts abgeschossen. Deshalb hat er gar nicht so viel Essen verloren. Ah, nice. Alter, das ist ein richtig guter Steingolem. Den werden wir auf jeden Fall auch leveln. Ich habe jetzt so viel Dinos. Wir müssen nächste Folge, glaube ich, echt mal ein paar ausprobieren. Du isst nicht weiter die ganzen Kibbel auf. Freundchen. Und der Tribesman, der ist komischerweise doch ein Stück mitgeflogen, weil der ist jetzt hier oben auf dem Berg. Ganz merkwürdig. Ich probiere es nochmal. So, Kollege. Willst du jetzt mitkommen? Ja? Hä? Ab und zu zieht er so ein bisschen. Oh, jetzt. Hey. Jetzt klappt es aber wieder. So, den Grunde bringe ich dann gleich auch noch nach Hause. Oder würde ich sagen, das war's auch für diese Folge. Wir haben echt richtig, richtig viel geschafft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Erstmal nochmal zur Erinnerung, der Tribesman, der hier unten gerade dran hängt, der ist zur Verlosung, in die Kommentare schreiben, einer von euch gewinnt, ich suche irgendeinen zufällig aus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn ihr mich bisher nur positive Werte freut, dann sehen wir uns noch bei der nächsten Folge wieder und ich rede viel zu schnell. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss.